fresh. This shit hot, boy. Hallo Leute und willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Ich befinde mich gerade in Anwas Raum mit meiner Familie, denn es ist heute mein Geburtstag und zum Teil des Tages gehen wir essen und wir haben ein Steak Croissant. Ich habe auch das Go von meinem Coach natürlich, sonst würde ich hier nicht sitzen. Mit Steak kann man relativ viel, ich wollte natürlich wenig falsch machen. Einfach ein gutes Stück mageres Fleisch, dazu ein Salätchen und Soße, eine Kartoffel oder Kartoffelgratin, sowas. In der Richtung kann man da schon mal machen und es geht einfach darum, das Ganze zu genießen, sich nicht damit zu stressen, wenn man sowas schon macht, dann hat man davon auch einen Benefit und dementsprechend werde ich das enjoyen. Ich wollte schon trainieren, hatte einen Mondopa, heute Morgen auch ein Geburtstags-Check-In, was ziemlich gut gelaufen ist. Ich würde sagen, der Look war bis jetzt der beste und dementsprechend werden wir den Abend jetzt schön ausklingen lassen. Tatsächlich gibt es auch noch was anderes zu feiern, außer nur meinen Geburtstag. Aber das werde ich euch dann die Tage mal erzählen. Ich werde hier schon ganz kritisch beobachtet von meiner Begleitung, also sprich von meiner Familie. Werde ich euch in einer nächsten Szene erzählen und jetzt erstmal den Abend genießen. Okay, also, kleines Update. Euch ist vielleicht schon aufgefallen, dass ich sehr, sehr fertig aussehe. Es ist heute der Tag nach meinem Geburtstag. Ich hatte gestern auf jeden Fall einen wunderschönen Tag. Wir waren hier abends essen und ich habe das wirklich sehr, sehr genießen können in dem Moment. Also mein Kopf wirklich ausgeschaltet und hat sich richtig gut angefühlt. Einfach so das Meal zu enjoyen und die Zeit mit der Family zu enjoyen und da trotz Prep ein bisschen so flexibel zu sein. Aber danach hat sich leider gar nicht mehr schön angefühlt. Normalerweise esse ich abends immer meinen Quark zu Hause, relativ kurz vorm zu Bett gehen, weil der mich gut satt macht und ich somit die Nacht immer gut überstehe, ohne Hunger zu haben. Und ich esse den wirklich ziemlich kurz vorm Schlafen gehen, weil ich weiß halt, da muss ich nur noch schlafen und dann kann ich auch schon wieder mein Frühstück essen. So. Gestern hat dann das Abendessen im Restaurant halt diesen Abendquark ersetzt und es war halt in dem Moment schön. Aber als ich dann nach Hause kam, kam ich irgendwie gar nicht klar damit, dass diese Routine unterbrochen wurde. Auch wenn das Meal im Restaurant lecker war und so, aber ich kam irgendwie nicht damit klar, so nach Hause zu kommen und so viel Abstand zu haben zum Schlafen. Also nach dem Restaurant sind wir natürlich dann noch ein bisschen sitzen geblieben, haben geredet, da mussten wir erst wieder nach Hause fahren. Noch musste ich noch Schritte machen und dann war halt mehr Zeit zwischen dem letzten Essen und dem zu Bett gehen und außerdem war es auch nichts Süßes am Abend und das war so außerhalb meiner Routine und ich bin damit plötzlich irgendwie gar nicht klar gekommen. Ich hatte die krankesten Cravings ever. Also ich habe noch nie so sehr diese Diät und die Prep zu spüren bekommen wie gestern. Also ich hatte Hunger und ich hatte vor allem einfach Appetit und wir sind so nach Hause gekommen. Da waren halt frisch gepflückte Johannisbeeren. Und ich stand davor in der Küche halt so und ich war einfach komplett am Zittern. Ich muss ausgesehen haben, also das hat keiner gesehen von meiner Familie oder so. Aber wenn ihr das gesehen hättet, ich war so mit mir am Kämpfen. Und dann habe ich gedacht, okay, das Essen im Restaurant war jetzt eh nicht so genau getrackt. So eine Johannisbeere kannst du essen, damit du so zufrieden ins Bett gehen kannst. So einen süßen Geschmack hast im Mund. Und ich habe so eine Beere gegessen und ich habe so angefangen einfach zu zittern und mein Körper wollte unbedingt mehr, wirklich unbedingt mehr. Also ich glaube, gerade dadurch, dass ich in dem Moment im Restaurant so ein bisschen locker gelassen habe, ein bisschen gechillter war beim Essen mit meiner Familie, dadurch, ja, es ist umso krasser geworden, das Verlangen so nach mehr. Mein Körper so, ja, okay, dann gib mir jetzt auch. Innerlich, ich habe gedacht, scheiße, Lea,
you fucked up. Du hast gerade auf deine Diät quasi gecheatet, so gesehen. Also es war nur eine Johannisbeere, die hat quasi nicht so, aber dann, ich konnte es halt irgendwie nicht mehr aufhören. Ich bin da jetzt ganz ehrlich und transparent. Ich habe dann halt welche gegessen. Obwohl ich innerlich mich so schlecht gefühlt habe. Ich habe wirklich in dem Moment gedacht, scheiße Lea, du bist so eine schlechte Athletin. Warum? Weil das ist der Moment, in dem doch die Disziplin zählen müsste. Ich wusste, dass ich weiß, dass es genau auf solche Momente ankommt, in denen ich dann eben mich unterscheide von jemandem, der einfach nur Fitness macht und einer Bodybuilderin, in denen ich halt 100% geben muss, in denen ich einfach extrem sein muss, weil ich einen Extremsport mache und es durchhalten muss und aushalten muss. Aber es war einfach so krass Körper gegen Kopf. Es war wirklich komplett gestört. Und ich habe mich so schlecht gefühlt in dem Moment, aber irgendwie wollte ich es auch essen. Irgendwann war das dann zum Glück leer, diese Schale. Es waren jetzt nicht so unfassbar viele, aber trotzdem einfach aus Prinzip so. Und ich war dann so wie in einer Art Rausch. Ich wusste, ich müsste jetzt einfach schlafen gehen und es wäre okay, aber mein Körper wollte nicht, dass ich schlafen gehe. Ich wollte einfach essen, so mental nicht, weil ich mir dachte, scheiße Lea, du musst eine gute Athletin sein, aber mein Körper war so, du musst essen. Und das ist eine Schublade, in der ich früher immer so Riegel und so hatte und ich mache diese Schublade auf und da war noch ein Riegel, so ein Reisriegel, also mit sehr vielen Carbs. Und ich hatte den in der Hand und ich war so kurz davor, den zu essen, weil ich dachte mir so, du hast eh verkackt heute Abend als Athletin, weil du hast jetzt diese Beeren gegessen und klar hatten die nicht viele Kalorien, aber es geht ja ums Prinzip. Du musst jetzt eh morgen deinem Coach beichten, dass du auf deine Diät gecheatet hast, dass du quasi reingeschissen hast, so. Aber ich habe es dann geschafft. Ich habe es irgendwie geschafft. Ich habe es wieder weggelegt, obwohl ich so zittrig war. Und ihr könnt euch das nicht vorstellen. Das klingt maximal so irrational. Was ist los mit ihr? Aber es ist halt auch nicht normal, so eine Wettkampfdiät, muss man dazu sagen. Und das war echt krass. Sowas habe ich noch nie erlebt, dass mein Körper und mein Kopf so in einem Kampf waren. Und mein Kopf hat ihn im Endeffekt dann gewonnen. Also bei den Johannisbeeren verloren, aber dann später beim Riegel, wo es wirklich drauf ankam, gewonnen, wo ich auch echt im Nachhinein stolz auf mich bin, denn das war wirklich knapp, also ich stand so kurz vorm Abgrund. Es war halt wirklich so ein Moment, kennt ihr das, wenn man dann so sagt, so ja, jetzt ist eh egal, oder dieses so, diese Alles-oder-Nichts-Einstellung, eine Sache, wo man sich auch so ein bisschen selber veräppelt von wegen, jetzt ist eh egal, denn es ist nicht so, es ist natürlich nicht eh egal, nur weil alle eine Sache mal nicht zu 100% perfekt gelaufen ist, sondern man muss ab dem Moment einfach weitermachen und wieder sein 100% Bestes geben und nicht sagen, ja, jetzt ist eh egal und ich bin im Nachhinein wirklich stolz auf mich, dass ich es dann geschafft habe. Ich habe diesen Riegel weggelegt, ich bin schlafen gegangen und es ist okay. Trotzdem fühle ich mich heute scheiße. Also ich habe mich währenddessen ja scheiße gefühlt, ich habe mich danach scheiße gefühlt. Und ich fühle mich auch heute schlecht. Ich habe es vorhin meinem Coach gebeichtet in einer 10-Minuten-Sprachnachricht. Ich bin mal sehr, sehr gespannt, was er jetzt dazu sagen wird. Also das, um einfach mal ehrlich zu sein. Auch ich struggle und ich bin nicht perfekt. Und das macht mir sehr zu schaffen. Aber ich muss es so annehmen, wie es ist und wie gesagt, damit klarkommen, nicht perfekt zu sein, sondern einfach so gut wie möglich zu sein. Okay, jetzt sitze ich immer noch hier auf dem Sofa draußen. Ich habe so was von keinen Bock, Leute. Ich habe gerade geguckt, wie viele Schritte ich schon habe. Mir fehlen einfach noch 10.000 und eine Stunde Cardio. Ich habe so keinen Bock, wollte ich an der Stelle mal loswerden. Ja, also ihr seht auf jeden Fall, die Mood Swings sind am Start. Gestern Geburtstag, alles tipptopp, ich war so gut drauf. Guckt mich heute an, aber nichtsdestotrotz möchte ich an dieser Stelle das nutzen, um euch einen kleinen Motivationskick zu geben, weil ihr seht, wie es mir geht. Und ihr seht auch, was ich jetzt tun werde, wenn ich jetzt aufstehen. Ich beweise es euch. Zack, ich werde jetzt meinen Teller wegräumen. Ich werde mich jetzt umziehen, ich werde mich jetzt aufs Fahrrad setzen, ich werde jetzt Cardio machen, ich werde dann meine Schritte machen, alles erledigen, was es zu erledigen gilt und genau das werdet ihr auch tun. Wie auch immer ihr euch gerade fühlt, tut, was zu tun ist, damit ihr weiterkommt. Ich hoffe natürlich, dass ihr euch gar nicht erst überwinden müsst und dass es euch besser geht als mir gerade, aber merkt es euch für schwache Momente, ihr seid stärker als ihr denkt und auch wenn es manchmal anstrengend ist, ihr packt das. Ihr packt es einfach, Leute. Einfach nicht zu viel nachdenken, sondern machen. Vielleicht noch als kleiner Nachtrag zu dem Ganzen, so wie es jetzt weitergeht, könnte man sich ja fragen, okay, es wird jetzt quasi gecheatet, einen schwachen Moment gehabt, so bricht sie jetzt die Prep ab? Nein, tut sie nicht. Oder generell, wie geht's weiter?
genauso wie vorher. Ich habe so gesehen einen Fehler gemacht, aber was machen wir mit Fehlern? Wir lernen draus. Ich habe daraus gelernt, dass gerade diese Tagesregelung, Struktur, morgens, abends, Mealtiming und so weiter etwas ist, wo ich einfach mir jetzt keine Flexibilität mehr erlauben kann, wenn ich die Diät weiterhin durchhalten möchte. Das bedeutet, ich bin schlauer, ab jetzt mache ich es besser, ich werde einfach bei meinem Quark am Abend bleiben. Ich werde mir eben sowas wie, ja, gestern halt einfach nicht mehr erlauben. Es bringt halt jetzt nichts, sich dafür irgendwie zu bestrafen oder irgendwie zu sagen, okay, jetzt esse ich heute weniger oder mach, keine Ahnung, 20.000 Schritte extra oder so, weil ich diese paar Beeren gegessen habe. Ich werde jetzt das mental verarbeiten und daraus einfach stärker hervorgehen. Es war nicht perfekt, aber es war mein persönlich Bestes und das ist das, was man sich mental immer wieder klar machen muss, dass es nicht das allgemeine Perfekt und das allgemeine Beste gibt, sondern das Beste ist individuell für jede Person und schwankt auch von Tag zu Tag und dementsprechend sollten wir uns nicht selber limitieren und aufhalten lassen von ja, irgendwelchen theoretischen Idealvorstellungen oder so, sondern uns wirklich darauf konzentrieren, einfach nur unser Bestmögliches zu geben und ja, das von Tag zu Tag. Okay, Cardio ist durch. Hab auch eine Nachricht von meinem Coach jetzt bekommen. Eine ganz, ganz liebe, lange Sprachnachricht zurück. Hat extrem gut getan, auch von ihm nochmal beruhigende Worte zu bekommen. Ja, es ist meine Sache, aber irgendwie auch nicht nur meine Sache, sondern die Sache von mir und meinem Coach. Dementsprechend, ja, fühle ich mich jetzt doch nochmal erleichtert und ein Stückchen besser und ja, werde, denke ich, morgen nach einer hoffentlich guten Nacht noch besser drauf sein. Hey Friends, it is a new day und zwar ist heute Rest Day, den ich ganz, ganz dringend brauche. Bin irgendwie extremst müde. Bin gestern mit einem neuen Low aufgewacht von 51,1 Kilo. Heute hatte ich das gleiche wieder auf der Waage stehen und ich werde mich jetzt schön sonnen gehen, danach so eine richtig ausführliche Dusche gönnen mit allen Produkten, Peelings und Haarmaske und dann werde ich aufräumen und alles schön sauber machen und einfach mal ein bisschen chillen. Ich habe das Gefühl, das brauche ich mal und weil ich das eben nicht so häufig so mache, ist es dann umso mehr was Besonderes und ich freue mich richtig auf diesen Tag. Ich bin sehr excited. Deswegen würde ich sagen, let's go!